Hallo und herzlich willkommen zum Lego Herr der Ringe Let's Play. Ich bin's, Yannick von Battle Pro, und ich dachte mir, ich Let's Play einfach mal Lego Herr der Ringe, weil ich finde, das Spiel ist ziemlich geil. Ich hab's zwar noch nicht gespielt, aber ich habe mir dazu auch ein Let's Play kurz angeguckt. Ja, und wie ich darauf komme, also ich habe jetzt vor kurzem der Hobbit geguckt und da habe ich wieder richtig Bock auf Herr der Ringe gekriegt und von daher dachte ich mir, Let's Plays ist doch einfach mal. Ja, und viel zu reden gibt's da eigentlich nicht. Ich spiele mit Controller, spiele mit PS3-Controller. Also A und B sind quasi X und Kreis. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir gleich und viel Spaß mit dem Intro. Alles begann mit dem Schmieden der großen Ringe. Drei wurden den Elben gegeben, unsterblich und die weisesten und reinsten aller Lebewesen. Sieben den Zwergenherrschern, großen Bergleuten und geschickten Handwerkern in ihren Hallen aus Stein. Und neun Ringe wurden den Menschen geschenkt, die vor allem anderen nach Macht streben. Denn diese Ringe bargen die Stärke und den Willen, jedes Volk zu leiten. Doch sie wurden alle betrogen, denn es wurde noch ein Ring gefertigt. Im Lande Mordor, im Feuer des Schicksalsberges, schmiedete der dunkle Herrscher Sauron heimlich einen Meisterring, um alle anderen zu beherrschen. Ein Ring, sie zu knechten. Doch einige leisteten Widerstand. Ein letztes Bündnis von Elben und Menschen zog in die Schlacht gegen Mordor und kämpfte an den Hängen des Schicksalsberges für die Freiheit Mittelerdes. So, und jetzt sind wir auch gleich mittendrin, gleich am Schicksalsberg hier, Saurons Truppen besiegen. Ja, also Steuerung ist recht einfach, mit Viereck schlägst du, mit X spitzt du. Das ist halt der normale Schläge noch, kann man hier auch noch. Ja, geht auch. Ja, also ich habe schon mal so ein Lego Star Wars gespielt hier. Das denke ich mal, ziemlich gleich aufgebaut, dass man auch mal solche Coins einsammeln muss. Höchstwahrscheinlich irgendwas freischalten. Hier soll auch reinmaschen. Alles zerstören. Frostbite Technik oder Schacht der Lego entwickelt. Ah, okay, man kann auch die Charaktere wechseln. Oh, okay, der scheint gut abzuhauen. Ich weiß nicht, was das da oben für X sind und die Ziele. Aber ach, ich glaube, das sind die. Ja, okay, ich glaube, das weiß ich schon. Ja, okay. Jetzt kommt das wahrscheinlich Sauron, das kennt man ja aus dem Film. Oder irgendwas von Saurons kranken Truppen. Ja, okay. Jetzt gefällt's mir.
Der Sieg war nahe. Oh, jetzt geht's ab. Doch die Macht des Ringes konnte nicht gebrochen werden. Gleich so mega hammer gut ist. Ich hoffe es nicht. Oh, wie besiegt man den jetzt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass man einfach auf die Beine hauen muss. Ja. Ah, der steckt fest. Das ist. Ah! Okay, jetzt hat er. Ich muss noch warten, bis er feststeckt. Hä? Was? Okay, ich hab's wohl noch nicht. Ich dachte, ich hab's abgehauen. Komm her, Sauron. Komm her. Alter! Schlecht gerade, ey. Okay, ich denke mal, am Anfang kann man das noch tolerieren. Jetzt muss ich wieder auf Sauron achten, weil das Ding jetzt noch feststeckt, ey. Jetzt bin ich. Was ist das für ein Teil, ey? Komm schon. Jetzt. Jetzt. Yes! Jetzt habe ich. Jetzt habe ich dich. Das geschah in jenem Moment,
Isildur, des Königs Sohn, seines Vaters Schwert ergriff. Sauron, der Feind der freien Völker Mittelerdes, war besiegt. Nice one. Der Ring ging an Isildur, der nun die Gelegenheit hatte, das Böse für immer zu vernichten. Isildur, schnell! Folge mir! Ich weiß noch nicht, was die bedeutet genau. Drücke F2. Aha. Er hat seinen Porn gestellt. Alles zertrümmert. Oh Gott, das war so nicht geplant. Ey, das ist nicht dein Ernst. Du Vollpfosten, ey. Ja, also ich weiß noch nicht, wofür man diese Münzen oder was das auch immer ist, da gebrauchen kann. Thank you.
aufgefallen, ich will es einfach noch nicht testen. So, ganz klar. Wirf ihn ins Feuer! Ah, die Zähne kennen wir doch. Vernichte ihn! Nein. Isildur! Doch die Herzen der Menschen sind leicht zu verführen. Und der Ring der Macht besitzt einen eigenen Willen. Das Orks, den du beim Lego hast gebaut. Er verriet Isildur und brachte ihm den Tod. Und was nicht in Vergessenheit hätte geraten dürfen, ging verloren. Und 2500 Jahre lang wusste niemand mehr um den Ring. Bis... Gollum. Der Ring geriet dem Geschöpf Gollum in die Hände, der ihn tief hinein in das Nebelgebirge trug. 500 Jahre lang vergiftete er dessen Verstand. Doch dann geschah etwas, was der Ring nicht beabsichtigt hat. Oh mein Gott. Bilbo. Er wurde von dem unwahrscheinlichsten Geschöpf gefunden, das man sich vorstellen kann. Was ist das? Von einem Hobbit. Bilbo Beutlin aus dem Auenland. Ein Ring. Alter Schwede, gibt's so viele Charaktere. Uiuiuiui. Das ist ja geil. Aber ich hab ziemlich viele Münzen eingesammelt. Snap. Da wird irgendwas immer zusammengebaut. Das war bei Lego Star Wars auch so. Kann man hier jetzt irgendwas machen? Geschichte fortsetzen. Dann hast du also vor, deinen Plan durchzuführen? Ja, ja, alles ist bereit. Sämtliche Vorkehrungen sind getroffen. Ich bin alt, Gandalf. Ach, Gandalf, wie der wohl aussieht. Du wirst ein Auge auf Frodo haben, ja? Zwei Augen, so oft ich sie entbehren kann. Ich hinterlasse ihm natürlich alles. Was ist mit deinem Ring? Bleibt er auch hier? Du hast recht, Gandalf. Der Ring muss an Frodo gehen. Bilbo? Hm? Gandalf ist misstrauisch. Du hast ja den Ring immer noch in der Tasche. Ja. Überdimensioniert. Leb wohl, Gandalf. Leb wohl, lieber Bilbo. Die Straße gleitet fort. Bis zu unserem nächsten Treffen. Bilbo! Frodo. Gandalf? Weg, nicht wahr? Er hat sich zu den Elben aufgemacht. Ein Ring, sie zu knechten. Sie alle zu finden. Ins Dunkel zu treiben. Und ewig zu binden. Dies ist der eine Ring. Geschmiedet vom dunklen Herrscher Sauron. Saruman braucht nur diesen Ring, um alles in eine zweite Finsternis zu hüllen. Frodo, geil. Er darf ihn niemals finden. Duck dich. Bei meinem Bart, Samwise Gamgee, hast du etwa gehorcht? Ich gehorche immer aufs Wort, ehrlich. Oh!
Wo soll ich hin? Geh nach Bri. Ich werde dort auf dich warten. Im Gasthaus zum tänzelnden Pony. Ich muss zum Obersten meines Ordens. Er weiß Rat. Halt ihn geheim. Bewahr ihn gut. Okay. Ja, und ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich dann doch auch mal meinen ersten Cut. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!